Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Train Simulator 2013. Darauf spielt das und wir befinden uns auf der Strecke Berlin-Wittenberg. Auch wenn hier der, es ist etwas tunnelig heute und wir werden mit der Class 377, ich habe mir die mal aus England ausgeliehen, auf der S-Bahn-Trasse in Berlin mal ein bisschen rumkutschieren und mal gucken, was da so zu entdecken gibt. Ja, ich wollte schon immer mal S-Bahn fahren, darum mache ich das jetzt einfach auch. In der Folge 87 ist es, glaube ich. Ja, wir fahren jetzt einfach mal los und gucken, was da so passiert. So, dazu müssen wir hier erstmal das Ding nach vorne machen. So. Ja, so, so, so. Dann müssen wir auch direkt mal losfahren. Da sehen wir auch direkt hier das KS-Signal. Wenn das blinkt, dann am nächsten Signal die gelbe Geschwindigkeit fahren. Mache ich natürlich später. Also erst am nächsten Signal. Ich glaube, hier sollten wir auch nicht so reinrasen. Das war ein bisschen viel. So. Wir sind ja gar nicht so schnell. So, hier halten wir mal an. Potsdamer Platz. Lassen die Bremse auch ein bisschen angezogen. So. Schalten wir mal nach draußen. Man kann ja hier nicht wirklich raus. Mit der Taste 8 geht's an die Oberfläche. Und darum mit Shift und 2 kann man diese Ansicht hier wählen. Also, dass man so aus dem Fenster guckt. Wenn man die Pfeiltasten bemüht, dann kann man auf die andere Seite. Das ist aber nicht so spannend da drüben. Ja, Potsdamer Platz. Sehr schön umgesetzt. Auch diese altdeutsche Schrift da drüben, kann man das? Nee, kann man nicht. Achso, dann geht es immer wieder nach vorne. Na gut, wir werden auf jeden Fall mal weiterfahren. Richtung Anhalter Bahnhof. Oh, ich muss Licht anmachen. So, jetzt haben wir auch Licht an. Ja, sehr schöner Tunnel hier auf jeden Fall. Finde ich sehr schön. Ein bisschen schnell geworden. Ein bisschen Gas geben. Jetzt anscheinend ein bisschen Berg hoch. Ja. Und hier ist wieder 40. Sehr schön, sehr schön. Ist eigentlich da hinten? Nee. Ja, hier laufen auch so die Leitungen an der Seite vorbei. Nicht sehr schön gemacht. Okay, das war. Wieder so verfrüht, aber. Halten wir hier mal an. Das sollte doch reichen. Türen auf. Können wir uns hier noch ein bisschen umgucken. Anhalter Bahnhof. Ja. Also wir fahren im Moment Richtung Teltow. Teltow. Yeah. Da geht's hoch. Zur Stresemannstraße. Schöneberger Straße, ja. Hier ist doch irgendwo ein Zug. Wo ist der denn? Doch, unsere Türen sind geschlossen. Darum fahren wir jetzt auch mal ein bisschen weiter. Thank you.
Ja, geil. Horrortunnelfahrt. Sehr schön. Mit Gleisüberhöhung. Wunderschön. Jetzt gleich dürfen wir auch an die Oberfläche kommen. Macht's einen kleinen Ruckler. Jawohl, da sind wir draußen. Wie schön. Der Yorkstraße. Wunderbar. Türen auf. Können wir uns auf jeden Fall mal ein bisschen umgucken. Was mir aufgefallen ist, an allen Haltestellen oder an fast allen Haltestellen stehen diese Lampen da. Wenn ihr mal dort gewesen seid, könnt ihr ja mal berichten, ob die wirklich da stehen. Wir können ja mal ein bisschen hier über den Bahnsteig schlendern. Hier auch diese, ja, gelber Sackmüll heißt hier Plaste bei den Berlinern anscheinend. Ja, sehr schön gemacht. Schauen wir mal. Wie wir da die Haltestelle verlassen. Ich wusste auch nicht genau, was ich da jetzt für einen Zug nehmen sollte, aber das hier ist auf jeden Fall ein stromschienenbezogener, betriebener Zug. Darum fährt der hier auch. Es gab auch noch die Londoner U-Bahn, die alten U-Bahn-Wagen von der Londoner U-Bahn zur Auswahl, die bei Isle of Wight dabei sind, aber die fand ich ein bisschen, die war mir zu lahm irgendwie. Diesel wollte ich auch nicht, ja. Es ist halt das hier geworden. Jetzt kommen wir nach Berlin-Südkreuz. Oh, ein bisschen schnell hier. Schon mal ein bisschen anbremsen, damit wir nicht zu arg da reinbrettern. Hart. Oh. Wieder ein bisschen die 100 reingehauen. So. Also steht doch. Geht doch und steht doch auch. Ja, wir schauen uns auf jeden Fall mal ein bisschen Berlin-Südkreuz an. Für ein lustiger Bahnhof. Wir gehen einfach mal hier eine Rolltreppe hoch. Und darüber müsste eigentlich. Egal, wir bleiben einfach mal unten. Fährt noch ein Interregio durch. So, und wir können jetzt eigentlich auch schon abfahren hier.
Schauen uns mal die Ausfahrt hier an. Am Zug hängend mit dem Kopf durch die Betonpfeiler. Nur ein Intercity. Jetzt geht's hier weiter. Richtung Priesterweg. Die vorne dürfen nur 60 fahren. Da sieht man auch an der weißen 6 über dem Signal. Das ist immer das, was ab dieser Stelle gefahren werden darf. Endlich habe ich mal KS-Signale gelernt. Alter Schwede, vorher habe ich sie ja immer so ein bisschen, ja. Aber ich glaube, jetzt habe ich so zumindest rudimentär verstanden, wie die Dinger funktionieren. Ja, hier auch. Sehr schönes Linkshäuschen hier. Fahrdienstleiter, wie heißt es? Ja. Man sieht, ich habe schon etwas geübt zu fahren, weil ich habe das Szenario auch selber erstellt. Es gibt ja noch keine für diese Strecke. Wir fahren mal etwas heraus, schauen uns das Ganze von oben an. Ich finde, hier wurde wunderschön das Flair eingefangen hier. Grüne Großstadt drumherum. Ja, wunderbar. Nummer ein Schluck Kaffee genommen. Ja, hier fahren auch noch ein paar Autos rum. Weil ich sehr schön finde, ist, dass diese Autogeräusche halt immer dabei sind. Wunderschön. Wunderschön, alter Schwede. Sehr schön geparkt. Kann man nicht anders sagen. Wir werden uns auf jeden Fall mal nach vorne dieses Bauwerk angucken. Das interessiert mich, ja. Mein Gott. Sehr schön gemacht, auf jeden Fall. Treppenaufgang. Und dann dieses Rot. Das rote Häuschen da dran. Ja, wir werden mal Südende sind wir. Ja. Sehr schön. Ich werde mal hier den Geschwindigkeits
Regler einstellen, damit wir nicht ganz so rasen. So. Ja. Wir dürfen auch gar nicht 60, da vorne ist ja noch eine Weiche. Da darf man nicht zu drüber brettern. Noch über einen Fluss. Lustige Straße hier. Jetzt können wir auf jeden Fall ein bisschen beschleunigen. Noch ein bisschen bis zum Bahnsteigsanfang. Können wir uns ja Zeit lassen. So, Türen auf. Schauen wir uns mal hier den Bahnsteig an. Langwitz. Hier schöne Zäune. Selten gesehen sowas. Ja, hat auf jeden Fall einiges so an Flair, würde ich mal meinen. Ja, wir fahren Richtung Teltow-Stadt. So soll es ja sein. Hier wieder Weiche auf die zweigleisige Strecke. Richtung Lichtenfelde Ost. Oh ne, nein, nein, noch nicht 100. Doch, jetzt 100. Können wir auch Vollstoff geben hier. An der Stelle ist noch was komisch. Hier auf der linken Seite kommen jetzt so kleine Böckchen. Also irgendwie so zum, vielleicht zum Warten von den S-Bahnen oder so. Ich weiß es nicht genau. Wenn ihr das wisst, könnt ihr ja mal Bescheid sagen. Oder so Notabstiege oder irgendwas ist das auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch rechtzeitig zum Stehen kommen. Ach, wird sehr knapp. Das Signal ist auf jeden Fall gerissen worden. Das ist nicht so gut. Aber gut. Das ist ja nicht so schlimm. Oh. Ja, jeder Bahnhof schön individuell gehalten auf jeden Fall. Immer mit einem anderen Dach. Und ja, falls ihr schon mal da seid, wart, könnt ihr ja mal berichten, ob es auch so aussieht. Ich könnte mir ja vorstellen. Dass das auch sehr individuell hier zusammengestellt wurde. Wunderschön gemacht. Ja, ich hoffe ja, dass noch irgendwann eine S-Bahn rauskommt. Mit der man dann richtig schön hier fahren kann. Aber ich denke mal, das ist auch schon ziemlich schön.
kommt uns auch noch ein Kollege entgegen. Können wir den mal anhupen. Pfeifen meine ich natürlich. Ich glaube, da drüben ist auch noch ein Kraftwerk. Türen auf. Ja, sehr schön. Also sozusagen die Strecke in der Strecke. Also es gibt ja einmal die Hauptverbindung Berlin-Wittenberg und einmal halt diese wunderschöne S-Bahn hier. Und wenn es dafür noch einen richtigen deutschen S-Bahn-Zug gibt sozusagen, das wäre wunderbar. Also das wäre also, ja. Da würde ich ja vor Freude fast aus der Hose springen dann. Auch sehr schön gemacht hier die Glashaltestelle. Ja, wunderschön. Kommt noch der Gegenzug. Sehr schön hier die Stromschiene immer mitgeführt. Ja, ich denke, auf dieser Trasse hier, auf der normalen Bahntrasse, werden wir demnächst auch fahren. Aber als erstes wollte ich erstmal die S-Bahn fahren, weil die einfach schön ist. Machen wir in Lichterfelde Süd auch noch die Türen auf und gucken uns das ganze Ding mal an. Wunderschön. Oh, schöne Beleuchtung hier. Ja, ich denke, demnächst müssen wir auch mal eine Nachtfahrt machen auf der Strecke. Einfach, um mal eine gemacht zu haben, sozusagen. Hier sind auch. Oh, das sind richtige Berliner Busse hier. Alter Schwede. Schön. Wunderschön. Ich bin begeistert. Aber was ist das da? Hier auch der Treppenaufgang und so. Ja, es hat einfach... Es hat einfach Flair. Muss ich mal so zugeben. Ach, hier sind wieder so. So Treppchen. Okay, mal kurz gucken hier. Ja. Holzbrettchen mit Treppchen. Ja, was ist das wohl? Könnt ihr mir gerne einen Kommentar dazu hinterlassen? Vielleicht auch so Reinigungs. Für den Reinigungstrupp oder so. Oh, hier. Laternchen dran. Alter Schwede. Ja, wir sind jetzt gleich schon am Ende der Fahrt sozusagen. Nach vorne in Teltow, da ist echt, also, da ist die Welt zu Ende sozusagen. Zumindest hier in der Strecke. Und
Und da der Bahnhof der Haltepunkt sieht auch noch nicht so ganz fertig aus. Wird er noch weitergebaut? Ich weiß es nicht genau. Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Nee, wie ging das denn nochmal? Ach so, ging das genau. Aber wir müssen jetzt ein bisschen bremsen, damit wir da nicht gegen den Prellbock remmeln. Da muss nämlich noch eine Weiche. Ja, schön mit 40, ja. Das geht sehr gut. Ja, das war's dann auch schon. Wir sind am Ende sozusagen. Fahren wir noch ein bisschen vor. So, ja, können wir auch hier stehen bleiben. Öffnen die Türen, schauen uns das Ganze von außen mal an. Ja, der Haltepunkt ist wie gesagt ein bisschen leer noch, aber das kann man ja noch ausbauen. Ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir noch einen Daumen hoch oder schreibt mir noch bitte einen Kommentar, was ihr dazu denkt, zur S-Bahn. Und ja, ich verabschiede mich. Der Rob sagt Tschüss.